mal bitte drei Leute oder vier Leute mit Schaufeln herholen, dass wir die Wasserleitung noch einbuddeln können. Sonst fahren uns da die ganzen Radlader drüber und machen die noch kaputt. Ja. Ja? Lars Behrens vom Kühlungsborner Volleyballverein hat alles im Blick, damit der Smart Beach Cup im Ostseebad reibungslos verläuft. Innerhalb weniger Tage hat er gemeinsam mit Gerd Susemihl und vielen fleißigen Helfern aus dem Strand eine Volleyballarena gemacht. Und auch am ersten Spieltag stehen immer noch kleinere Arbeiten an. Mit den Planungen für das Großevent wurde schon Anfang des Jahres begonnen. Wir sitzen im Prinzip mit vier Leuten zusammen, fangen so im Januar, Februar, setzen wir uns hin, haben, ja, ich sag mal, dadurch, dass es nicht unsere erste Veranstaltung ist, auch schon gewisse Checklisten, gehen dann durch, haben wir alles, nehmen mit den Veranstaltern Kontakt auf und ja, dann schnüren wir im Prinzip unsere Pakete. Jeder hat so seinen Aufgabenbereich, Technik, Elektro, Budgets, Versorgung und dann regeln wir das letztendlich und schauen, wie wir das abgearbeitet kriegen. Der Kühlungsborner Volleyballverein ist zum fünften Mal in Folge für die Organisation des Beachvolleyball-Wettkampfs verantwortlich und hat bewiesen, dass es nicht unbedingt eine professionelle Veranstaltungsagentur braucht, um für Spieler und Besucher erstklassige Bedingungen zu schaffen. Und das Glück der Tüchtigen war dann auch auf seiner Seite, denn der heftige Sturm am Vorabend war am Ostseebad vorbeigeschrammt. Also man guckt ja, ich sag mal, fünf verschiedenen Apps nach, trifft es uns, trifft es nicht. Wir haben hier immer ein bisschen Glück in Kühlungsborn durch die Kühlung, da geht ein bisschen was vorbei und man drückt natürlich Daumen, dass alles gut ist. Dennoch, es sollte ein windiges Turnier für die nationalen und internationalen Teilnehmer werden. Schon die Qualifikationsspiele am Freitag hatten es in sich. Die Berliner Toni Hellmuth und Lukas Meurer vor ihrem ersten Match gegen zwei Argentinier optimistisch und hochmotiviert für das mit 40.000 Euro dotierte Turnier. Wir wollen natürlich ins Hauptfeld kommen, das ist die Quali für morgen hier. Morgen treten dann die 16 besten deutschen Teams im Hauptfeld an und das ist das Ziel. Es geht schließlich um wertvolle Ranglistenpunkte zur Qualifizierung für die deutschen Smart Beach Meisterschaften. Diesmal scheinen die Argentinier aber besser mit dem Wind klarzukommen. Den ersten Satz entscheiden sie für sich. Die Tribüne am Center Court, die für 1500 Gäste Platz bietet, ist am kühlen Qualifikationsspieltag zwar noch nicht voll besetzt, die Zuschauer aber schon in Hochform. Im zweiten Satz geben die Berliner noch einmal alles, doch Asate und Capogrosso sind an diesem Tag einfach in besserer Form und entscheiden das Match für sich. Wir können das auf jeden Fall besser. Es ist sehr schwer gerade mit dem Wind und es ist nicht leicht, heute zu spielen. Wir sind sehr glücklich, hier zu sein. Die Smart Beach Tour ist wirklich eine große und stark besetzte Tour und wir freuen uns, dass wir dabei sind. Dass die bundesweite Smart Beach Tour immer wieder Station am Kühlungsborner Bootshafen macht, liegt nicht nur am feinen Strandsand, sondern vor allem daran, dass die ganze Stadt für das Turnier brennt. Alle ziehen hier an einem Strang und sind sich einig, dass es für Kühlungsborn keine bessere Gelegenheit gibt, die Bilder vom Ostseebad in die Welt zu tragen. Die Unterstützung, die wir jetzt wirklich haben von allen Seiten, von der Stadt, vom Bauhof, von den Hoteliers, von den Gastronomen, von den Gewerbebetrieben. Also wir haben jetzt hier eine Baustraße, das erste Mal dieses Jahr haben wir eine Baustraße reingelegt. Ist schon toll, macht dann auch stolz als Kühlungsborner. Im kommenden Jahr wird die Smart Beach Tour erneut Kurs auf Kühlungsborn nehmen. Dann werden wieder über 30.000 Besucher erwartet.